Ich bin bestimmt nicht der Richtige. Bestimmt nicht. Also ich muss... Nein, vielen Dank. Was wird denn das? Wo wollen Sie hin? Ja, Sie. Kommen Sie rein. Kommen Sie auf die Idee, Sie seien eventuell der Bibliothekar? Wissen Sie, ich habe eine Menge gelesen. Versuchen Sie nicht witzig zu sein. Auf witzig kann ich nicht. Tut mir sehr leid. Wie kommen Sie auf die Idee, Sie seien eventuell der Bibliothekar? Ich kenne das Duodezimalsystem, Library of Congress, sämtliche Formvorgaben der Forschung, Websearching. Ich kann zum Beispiel eine RSS-Leitung... Danke, sowas können alle. Sie sind Bibliothekare. Wie kommen Sie auf die Idee, Sie seien der Bibliothekar? Ich weiß auch anderen Kram. Mr. Flynn. Flynn Carson, verschwenden Sie nicht meine Zeit. Sagen Sie mir etwas, wovon Sie wissen, dass niemand, der heute hier gewesen ist, es gesagt haben kann. Sie haben pfeifersches Drüsenfieber. Ihre Ehe ist vor 2 Monaten auseinandergegangen. Sie haben sich mit 4 Jahren die Nase gebrochen und Sie haben 3 Katzen. Haben Sie sich sowas in der Art vorgestellt? Geschwollene Lymphknoten am Hals und die Augenlider deuten auf pfeifersches Drüsenfieber. Es dauert etwa 3 Monate, bis der Eindruck eines Rings am Finger vollständig verschwindet. Dieser ist etwa zu 2/3 verschwunden. Der plastische Chirurg hat eine Paralateralnarbe hinterlassen, was normalerweise nur bei Kindern unter 6 vorkommt. Und ich kann Katzenhaare in 3 verschiedenen Farben erkennen. Eine weiße Himalayan, eine Schildpatt und eine orange gestreifte Tabby. Die Nase habe ich mir erst mit 5 Jahren gebrochen. Was ist wichtiger als Wissen? Woher kam das denn eben? Antworten Sie auf die Frage. Aber gewiss, die Dinge, die das menschliche Leben lebenswert machen, kann man nicht hier erdenken. Die muss man hier erfühlen. Die Vorstellungsgespräche sind vorbei. Schicken Sie alle nach Hause. Entschuldigung. Sie nicht. Es gibt eine 6-monatige Probezeit und wenn Sie keinen Mist bauen, sind Sie offiziell nach Ablauf der Zeit der Bibliothekar. Bis dahin gilt Folgendes. Sind Sie 1 Minute zu spät hier, gibt es Gehaltsabzug. Wenn Sie was beschädigen, gibt es Gehaltsabzug, klar? Ja, nur was hat Ihnen an dem, was ich gesagt habe, gefallen? Dann wüsste ich es fürs nächste Mal. Mr. Carson, es wird für Sie kein nächstes Mal geben, Mr. Carson. Sie werden ein wundersames Abenteuer beginnen, nach dessen Ende Sie nie mehr derselbe sein werden. Willkommen in der Bibliothek.